Da hinten spricht schon wieder Google mit mir, obwohl ich überhaupt nichts gesagt habe in ihre Richtung, aber egal. So, der Tierpfleger ohne Arbeitsbereich. Ich brauche noch einen im Eingangsbereich, Giraffe Shop. Sie sind gerade noch drum gekümmert. So, mal eben hier einstellen. Dann haben wir jetzt zwei unten bei den Nyala Elefant. Wir haben zwei bei Mandrill, Schildkröte und Erdferkel war das, ne? Du meinst bestimmt die... Wieso läuft denn plötzlich Musik? Ne? Sekunde. Okay, Google. Musik ausschalten. Also es ist wirklich verwirrend, der... irgendein Google-Lautsprecher, der nicht in diesem Raum ist, ne? Hat gerade Musik abgespielt. Du meinst die diese Infotafeln bestimmt, ne? Hier diese da, die, ne? Ich hatte mal auch gelesen, dass man die durchaus in den Eingangsbereich packen kann, so dass die sozusagen gleich gebildet durch den Zoo laufen. Was man sagt, ist zwar vielleicht nicht schön, aber dass man die hier sozusagen gleich in Reihe hinstellt. Es gibt ja 10 Tafeln, ne? Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Prima. Ja, genau. Ich muss da auch jedes Mal H drücken. Das ist diese Heatmap. Mega nervig. Und dann drückst du und dann ist er wieder da. Aber das kriegen wir ja hin. Das ist ja, wenn du einmal weißt, wie die sind, die Dinger. So, guck mal. Dann haben wir überall erstmal welche stehen. Und im Zweifel könnte man natürlich noch woanders welche hinstellen. Aber dann hätte man hier, wobei wir, glaube ich, vom Bildungslevel her, Gastbildungsbewertung sind wir auch ziemlich gut schon. Ne? So.
So, die sind nicht gestresst. Das ist gut. Forschung, Veterinärforschung, was ist abgeschlossen? Okay. So, was habt ihr denn wieder? Tiere kämpfen wegen inkorrekter. Steppenzebra. Beim Steppenzebra. Müssen wir mal irgendjemanden rausnehmen, ne? Beim Steppenzebra. Nehmen wir doch einfach, warte mal. Den hier raus und den hier raus. Die sind ja eh Geschwister. Dann müsste das Problem wieder weg sein mit dem ne, Alpha-Status. Beim Warzenschwein ähnliches Problem. Mal Verbrechen. Ist dir was aufgefallen? Hier ist ein Sicherheitsmann. Hier lungert ein Sicherheitsmann rum. Macht einen guten Eindruck, oder? Da merke ich erstmal, wie wenig ich mich hier mit solchen Sachen, ne, zum Beispiel. Hier kannst du natürlich auch ganz, ganz viel rausfinden. Also Gulpe Soda 308, 309. Es scheint also einen Bedarf an Getränkebuden zu geben. Sollte man Klimaanlagen verwenden? Also keine Klimaanlage, sondern damit den Durst erhöhen sozusagen, ja? Die ganz fiese Nummer wieder. Stimmt, ja, genau. Jetzt sagst du es, das gab's ja auch, genau. So, warte mal, ich mach mal Folgendes. Hast du ein Tier, was du dir gerne mal eine Minute angucken willst? Ich muss nämlich mal schnell weg. Wie schlafen? Jetzt schon? Gib mir mal eine Sekunde. Ja, vielen Dank für dein Follow. Gibst du mir eine Minute? Ich bin gleich wieder da. Dann sage ich dir auch schön Tschüss, weil ich muss ganz dick. Ich bin gleich wieder da. So viel Tee getrunken.
So. Bin wieder da. Ich hoffe, der Elefant konnte dich noch ein bisschen unterhalten. Ich muss leider schlafen, da ich 9 Uhr einkaufen möchte. Keine Lust auf so viele Leute und dann ist die Kasse wieder so voll, weil er 2 Meter Abstand und will auch nicht auf kranke Menschen treffen. Bin ein leichter Risikopatient und deswegen auch daheim, also arbeitsunfähig geschrieben. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und auch ich, der eigentlich den ganzen Tag mit Außendienst und vielen Menschen zu tun hatte, darf ja zurzeit mein Büro nicht öffnen und bin auch eigentlich ganz froh, weil ich muss wirklich sagen, die letzten Wochen und Monate fühlte ich mich nicht so besonders und jetzt, seitdem ich nicht mehr arbeite und mir meine Kunden auch nicht mehr auf die Nerven gehen, ja, kann ich mich mal um solche Sachen hier intensiver kümmern, was mir richtig viel, viel mehr Spaß macht als arbeiten. Und ja, ich halte mich auch möglichst weit von denen fern, bin deswegen froh, zu Hause bleiben zu können und kaufe wirklich nur noch im Nötigsten ein, dann gezielt und schnell wieder weg, weil das ist, also irgendwie fühle ich mich da immer dreckig, wenn ich den Leuten so nah und so weiter, wobei die ja auch alle Abstand halten, ne? Aber doch so ein bisschen was ist dran, das kann ich nicht widersprechen, ja, das stimmt. Deswegen wünsche ich dir natürlich eine wunderbare Nacht. Lass dich nicht ärgern, ne? Oder von den Bettwanzen beißen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich hatte ja schon erwähnt, dass morgen Abend kein Stream sein kann, weil das merkst du schon, mach dir keine Sorgen. Die Bettwanze würdest du merken. Wo soll die auch herkommen? Ja. Vielleicht mit meinem Stream? Nein, nein, nein. Lass dich da nicht in irgendwas rein. Das ist Quatsch. Die würdest du sofort feststellen. Wie gesagt, Freitag nehmen wir auf abends. Samstag wird es wahrscheinlich Prison Architect als Stream werden. Sonntag könnte ein Fallout-Stream, Fallout 76-Stream kommen. Das wissen wir noch nicht so genau. Wenn nicht, dann könnte ich mir glatt wieder Planet Zoo vorstellen und ich werde alles dran setzen, dass wir Montag eventuell auch wieder streamen können. Da weiß ich aber noch nicht, da muss ich noch mit meinem Kollegen Gorilla absprechen, ob der eventuell mit mir noch da Montag Far Cry aufnimmt, weil da brauche ich auch wieder neue Folgen. Also das ist immer so ein bisschen, gucken wir mal. Ne? Aber du hast mich ja abonniert, insofern kriegst du ja eine Information, sobald ich anfange zu streamen und mitunter macht es auch Sinn, mir auf Twitter zu folgen, wenn du denn bei Twitter bist. Da können wir nämlich auch die ein oder andere Information austauschen. So, ja dann, lass dich nicht aufhalten. Gute Nacht, schöne Träume. Ne? Und dann sage ich mal, bis die Tage. Vielen Dank und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, vor allem, weil du mir richtig viele gute Tipps geben konntest. So macht das Miteinanderspielen doch richtig Spaß. So, vielleicht bezieht sich das auch nur auf den Grizzlybär, oder? Ja, viel Spaß. Heißt genauso wie hier, ne, Fett LP. Und kann man ganz gut erkennen, da sind so viele Videos schon drauf. Also, mach's gut, bis dahin, danke. Ciao, ciao. So. Hier oben ist ein Schild draufgeklebt. Das soll aber wohl so sein.